Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Battlefest oder unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine weitere Folge von meiner kleinen Videoserie Waste of Money World of Warcraft Edition. Und ja, ich war wieder fleißig am Gold ausgeben. Und ihr habt es gerade nicht gesehen, dass ich so Gänsefüße mit den Händen gemacht habe. Also fleißig Gold ausgegeben haben wir. Und zwar waren wir im Black Market unterwegs und ich habe wo zugeschlagen, wo ich mir so im Nachhinein dachte. Ah, vielleicht hast du da jetzt doch ein bisschen zu viel ausgegeben. Ich hatte nämlich im Black Market einen von diesen Wappenröcken ausgespäht und ich bin ja nämlich gerade auf einem Char hier auf Erida. Und ich dachte ich mir, ah, da willst du noch drauf bieten, dann war es so, wie es so oft ist, da habe ich es vergessen drauf zu bieten. Und wer das nicht weiß, wie das im Black Market funktioniert, Black Market, die Items werden eingestellt und nach einer gewissen Zeit, meistens so zwischen, ja, so um 8 Uhr abends rum, laufen die halt aus. Und wie bei den meisten Aktionen, bietest du halt am Ende drauf, kurz bevor es ausläuft, ne? Ich denke mal, wer auf eBay oder Konsorten schon mal unterwegs war, weiß, wie das läuft, prinzipiell. Hier ist es aber so, wenn du am Ende, wenn es nur noch auf kurz ist, also unter einer halben Stunde, drauf bietest, wird die Auktion nochmal um 5 Minuten verlängert. Und ich habe das dann vergessen, hinzuschauen und dann ist es mir irgendwann später wieder eingefallen, dachte mir, ah fuck, dann war es glaube ich schon kurz vor 9 oder so, bin noch mal hingeflogen und habe gesehen, ah okay, der Wappenrock ist tatsächlich noch drin, hab drauf geboten und dachte mir, komm, ich biete jetzt einmal drauf, wahrscheinlich werde ich eh wieder überboten und ich habe ihn dann gewonnen und dann dachte ich mir, vielleicht war der Preis doch ein bisschen viel, ja, egal, wir haben einen Wappenrock erstanden, hier seht ihr den blauen Wappenrock haben wir erstanden, mir geht es nur ums Transmoggen. Unbedingt, na jetzt, also mir geht es eher ums Sammeln, nicht ums Transmog so rum. Unbedingt irgendwo für ein Set brauche ich nicht. Schöner blauer Wappenrock. Hat mich aber halt hier schlappe 853.000 gekostet, was halt eigentlich für ein Item schon extrem viel ist und schon ein bisschen wehtut. Aber naja, jetzt haben wir wieder ein bisschen was mehr. Wir nehmen ihn raus. Transmog ist gelernt. Jetzt legen wir ihn auch am besten mit dem an. Kommt der Wappenrock hier von Donnerfelsen mal weg. Und wir können ihn uns auch gern mal an dem Char angucken, was natürlich jetzt wahrscheinlich kacke aussieht, weil der halt irgendwas anderes anhat. Ach, der hat dieses Set an, ne? Von den Tauren. Ja, okay. Also hier passt er natürlich null dazu. Aber prinzipiell ein schöner Wappenrock. Kann ich wieder einen von der Liste streichen. Es gibt dann nämlich ein paar Sachen, die ich aus dem Black Market will. Unter anderem die Wappenrock oder die Wappenröcke, so rum. Dann die Hemden und das T3 und die Hemden und das T3, da bin ich ja auch schon dran. Ich habe mir das letzte Mal, wer das Video gesehen hat, habe ich mir ja unter anderem hier das Hemd gekauft, wo man so flexen kann. Und ja, T3 habe ich mir auch schon einen Teil geholt. Ich denke mal, ich werde demnächst noch ein paar mehr holen. Mal gucken. Mein Gold wird dahin schmelzen, wenn ich mir weiterhin so teure Sachen hole. Genau, das war das eine, was ich mir die Woche geholt habe. Und zum anderen habe ich noch etwa so 400k Gold ausgegeben, 300, 400k, ich kann es jetzt nicht genau beziffern, für, ja, hier für Transmog-Rüstungen von einer bestimmten Expansion und zwar hier einmal aus Draenor. Da hatte ich auch schon ein Video gemacht, denn diese Transmogs werden mit dem Pre-Patch, also mit dem Shadowlands Pre-Patch, rausgenommen. Blizzard hat zwar schon angekündigt, dass die irgendwann später beabsichtigt sind, dass die wieder reinkommen, aber halt irgendwann später. Und deswegen habe ich lieber einen Haufen Gold ausgegeben und mir die schnell noch geholt, bevor die raus sind. Es kann zwar sein, dass die in nächster Zeit wieder reinkommen, aber wann, weiß man halt nicht, ne? Deswegen habe ich mir die geholt. Video habe ich dazu auch erstellt, wo ich euch gezeigt habe, welche Sachen rauskommen und wie ihr die craften könnt. Genau. Da einfach reinschauen, kann ich euch auch gerne einmal verlinken. Und ja, das waren eigentlich so die Ausgaben. Heißt, die 850 plus die 400, knappen 400k, irgendwie sowas um den Dreh rum, sind wir auf jeden Fall gut über 1 Million. Und ich muss wieder ein bisschen was erwirtschaften, habe aber auch schon wieder ein bisschen was geboostet heute, also von dem her einen Teil von dem Gold haben wir schon wieder reingeholt. Gut, damit wären wir wieder am Ende von dem kleinen Video. Schreibt mir gerne in die Kommentare, dass ich viel zu viel gezahlt habe, das weiß ich selber für den Wappenrock, aber ich habe ihn jetzt. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Euchela, bis dann, ciao.